Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns hier auf der Map Niemandsland. Ja, und es ist schon ein bisschen später am Abend, aber keine Angst, wir machen keine Nachtschicht. Doch ich möchte, bevor ich jetzt vorwärts spule, die Wolle auf dem Trigger wegnehmen, sonst geht mir Wolle verloren. Also, ich habe den Traktor schon mal vor den Ladewagen oder in Ladewagen vor dem kleinen Anhänger gespannt. Oh ja, kommt jemand? Der Kalksteuer ist fertig. So, so. Ich will jetzt hier erstmal die Wolle einladen, aber ich werde von der Seite ranfahren. Das macht sich besser, habe ich festgestellt. Da fahren wir halt eine Tour über die Wiese. Wo fährst du lang? Dort lang. Okay. Gut, gut. So. Jetzt muss ich hier noch mal näher rankommen. Und zwar rückwärts. Das ist das Beste. Damit geht das immer ganz gut. Ach, der fährt noch mal zum Feld zurück. Der war noch nicht fertig. Der hat auffüllen müssen. Da ist er mit dem Stroh fertig. Okay. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hier das letzte auch noch mitbekomme. Hier, das ist ganz schön viel, wie es ausschaut. Dieses Mal. Oh, jetzt habe ich falsch gedrückt. Ich will gerne gerade hinter und nicht schräg. Jawohl, so. Gut, jetzt haben wir alles. Ich würde sagen, ich lasse den mal da stehen. Und da werde ich mal gucken, dass ich... Ich lasse ihn auch angeschaltet. Ich springe mal. Jawohl, hierher wollte ich springen. Wir werden mal eben jetzt eine Nacht schlafen. Damit wir hier keine Nachtschicht kriegen, ne? Jawohl, bis morgen so um 8. Ja, ja. Ja, geht schnell. So. Okay. Ein bisschen mehr Geld ist dazu gekommen. Alles klar. So, da wollen wir mal gucken, wie sieht denn das jetzt aus bei den Schäfchen da? Ja, hat einiges hochgeladen, aber hier daneben steht noch was, was er noch nicht geladen hat. Das holen wir uns jetzt. Ich hoffe, dass das noch drauf geht. Es kann sein, dass es nicht drauf passt. Aber drunter ist noch eine Lücke. Also dann lade ich das nochmal ab und lasse es neu aufladen. Ja, genau. Es ist nicht gut aufgeladen. Okay, dann muss ich das mal probieren, dass ich das hinkriege. Ich werde mal absteigen, oder aussteigen besser gesagt. Und ich will mal die beiden ein bisschen ranholen hier. Da braucht man nicht noch mal so umherkutschen. Zumindest wenigstens das hier. Okay. So. Das lasse ich mal stehen dort. So, da wollen wir mal gucken, was ich jetzt gedeichselt kriege. Ich lade das erstmal ab. Und dann laden wir das neu auf. Ah, noch eine Angefangene ist nicht mitgegangen. Oder schwebt die jetzt mit mir? Nee, die schwebt nicht mit mir. Dann werde ich mal gucken, ob ich die auf den Trigger zurückstellen kann. Das ist ja komisch, ne? Guck dich das mal an. Das sieht ja vielleicht sehr interessant aus hier, hä? Ich hätte den vielleicht nicht auf den Trigger stehen lassen sollen. Wahrscheinlich sind die so, wie die da rausgekommen sind, direkt da hochgehüpft dann. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht richtig voll waren. Ja, wieder was dazugelernt, ne? So, kriege ich dich? Ja. Oh oh. Ja, das Phänomen kenne ich schon.
Ich denke mal, so muss es gehen. Wir werden sehen. So, dann werde ich den jetzt erstmal wegschicken zur Spinnerei. Ganz klar. Das muss jetzt erstmal weggebracht werden, das Fuder hier. Dann lasse ich den mal die vorgeschriebene Richtung fahren. Also, mein Guter, du fährst das Abladen an der Spinnerei. So. Viel Spaß beim Fahren. Der ist fertig hier. Prima. Ja, der hat nochmal aufgefüllt, sieht man. Also das letzte Stück hat es anscheinend nicht gereicht. Aber das kennt man ja. Gut, dann kannst du eigentlich parken fahren, mein Guter. So, und du bist auch fertig hier. Prima. Ja, ist ja nicht mehr viel zusammen gewesen zum Schluss, ne? Dann bring das mal noch weg. So. Fermente anliefern. Gut, und dann bleibt er mir da vorne stehen. Jetzt müssen wir die Sämaschine haben. Und da jetzt bist du dran, mein Guter. Jawohl. Die Sämaschine. Wir wollen jetzt Gras säen. Wo habe ich die eigentlich stehen? Die habe ich jetzt eine ganze Weile nicht gebraucht. Langsam, ich muss gucken. Ah, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Ganz treu und brav neben der Einzelkorn steht sie. Jawohl. Okay, Dünger ist nicht voll. Naja. Ich werde sie mal kurz auffüllen. Oder, ne, es kann aber auch nachher selber. Also ich lasse ihn fahren. Es ist zwar nicht mehr viel drin, aber da muss er halt bei Zeiten und... Oder, ne, nee, komm. Es ist so wenig drin, wir füllen sie doch erstmal auf. Das mache ich direkt mal selber, da geht das fixer. Und den Rest kann sie dann alleine machen. So, da können wir ja wieder zumachen hier. Wir behindern gerade den anderen. Der meint, der kommt nicht vorbei. Wir sind zu dick für den. Ja, lade du mal schön ab. So, und dich schicke ich jetzt. Ja, wir müssen noch einen Kurs machen, ne? Ich setze dich mal hier hin. So. Okay, dann wollen wir mal. Jetzt werden wir die Wiese anlegen. Ach, da ist ja noch der andere Kurs. Da ist der andere Kurs noch drin. Rausnehmen. So, jetzt denn aber. Wir brauchen für die große Wiese jetzt einen Kurs. Hier ist, das ist der Bogen hier. Und ringsherum hier, das ist ja alles geblieben. Hier habe ich ein bisschen ausgebessert. Und wie gesagt, hier den Bogen hatte ich weggenommen. Das sieht man jetzt, da ist die Linie halt noch so, wie sie war. Aber ist egal, macht ja nichts. So, Shop erstellen. Kursplay Feldarbeit, Ziel, nee, Feldposition möchte ich. Und da gehe ich jetzt diesmal hier hin. Da hat er dann Zeit genug, da runter zu können. Oder aber halt hier, das ist ja egal. So, da wollen wir mal gucken. Wir haben 9 Meter. Das wird eine Weile dauern. Ich mache auch nur ein Vorgewende. Das wird sauberer. Ich will die Wiese ja richtig perfekt haben. Und wenn trotzdem noch Stellen bleiben, muss ich halt von Hand ein bisschen aufbessern. Also, ein Vorgewende. Wir fangen auf den Bahnen an. Weich, jawohl, mache ich. Scharf wird hier keinen Sinn machen. Es gibt keine scharfen Ecken. So. Ja.
Das dauert eine Weile, ja. Das dauert eine Weile, aber das ist sehr schön jetzt hier vorne. Jetzt gibt es hier nicht mehr diese komischen Geschichten links und rechts. Och, das war ja ganz eigenartig. Jetzt haben wir hier schöne gerade Linien drin. Gut. Okay, also, so nehme ich das an. Die Wiese mit 9 Metern. So, gut, 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 gut. Das hätten wir. Erster Wegpunkt ist drinne. Jetzt kriegst du noch dein Ziel. So. Und dann kannst du dann loslegen, wenn du dort ankommst. Ach, Moment, Moment. Falls du was auffüllen musst, da bin ich davon überzeugt, dass das passiert. Wir müssen hier einen anderen Modus nehmen. Wiese ist richtig, aber hier müssen wir das Einkaufssilo aussuchen. Einkaufsstation. Ja, so ist es in Ordnung. Okay, jetzt kannst du weiter düsen. Wir bleiben mal dabei, bis er anfängt. Ja, er schleicht sich an. Hier vorne, das ist die ehemalige Wiese. Da haben wir ja ein Feld draus gemacht. Und da hinten, das ist jetzt die neue riesengroße Wiese. Im August sind wir jetzt, jawohl. So, mal gucken, wo der erste Wegpunkt ist. Das weiß ich gar nicht genau. Habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst. Was? Falsche Jahreszeit? Ach ja, wir haben auf Farbe eingestellt. Ganz klar. Oh. Da war es doch schon. So. Okay. Boah, das sieht knallrot aus hier. Ja, da wird ordentlich Dünger raufgehen. Sieht man ja hier. Oh Mann. Der wird wahrscheinlich nicht nur einmal auffüllen. Gut, dass wir so ein gutes Konto haben zur Zeit. Dünger ist nicht billig. Aber ja gut, gleichzeitig verkaufe ich auch wieder welchen. Diesen Flüssigdünger. Ach, gucken, jetzt ist es gar, ja, ganz unterschiedlich. Guck an. Naja, der wird das schon machen. Ah, hier ist der Anfangspunkt. Okay. Der 1050 schafft das. Der kann die Maschine gut ziehen. Und der wird auch gut über die Hügel fahren. Jawohl. Das sieht doch klasse aus. Naja. So, da lasse ich den mal arbeiten. Ich will jetzt mal durchschalten. Okay.
Du bist zurück. Prima. Die Wolle ist abgeliefert. Da werden wir nachher gleich noch mal in die Produktion reinschauen, natürlich. So, du kannst eigentlich erstmal wegparken, mein Güter. Na komm. Das brauchen wir nicht. Da muss ich hin. So. Dann kann ich gleich mal abspringen hier. Da vorne. Der Gute hat auch seinen Job erledigt. Du kannst jetzt erstmal einparken lassen. Weg damit. So, und jetzt will ich mal weiter durchschalten. Ich habe da vorhin. Du bist hier. Okay, du bist hier. Ah, du warst das vorhin. Jawohl. So, da kannst du auch erstmal wegparken, mein Guter. Ich muss erstmal schauen, was wir jetzt als nächstes erledigen müssen. Ich gucke jetzt erstmal in die Produktion rein. Mal schauen, wie das aussieht jetzt hier. Olivenöl, Oliven sind noch genügend da. Ich hatte ja ein Gewächshaus jetzt auf Verkauf gestellt. Raps ist verarbeitet. Okay. Dann haben wir hier. Ja, der Mist ist schon wieder verarbeitet hier alles. Mist ist knapp. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat er eigentlich Stroh? Ah, nee, Stroh ist ausgegangen bei dem ersten. Oh, da müssen wir anliefern. Stimmt. Hier ist noch drinne. Moment mal, ich habe genug Geld. Ich kaufe das jetzt mal eben dazu. Das geht schneller. So, zack. Da haben wir da erstmal Ruhe. Das ist ungefähr, hier ist ein bisschen weniger, aber es ist fast genauso. So, Zucker werden wir wohl bald mal ernten. Also Zuckerrüben. Düngerproduktion, Gärreste. Jawohl, das haut auch hin. Hier ist alles vorhanden und da klappt das dann bald mal. Wir haben ordentlich Gärreste drin. Gülle ist aus. Ja, wir haben jetzt übernachtet. Ich werde gleich gucken, wie viel wir da haben, dass wir das hier reinbringen können. Hier fehlt jetzt, naja, fast weg. Und wie sieht denn das aus hier unten? Fermentersilo, was haben wir da? Gras ist drinne, Stroh ist drinne, Wasser ist klar, Silage wird hergestellt, Gerste auch, das klappt. Häckselgut, das kann ich erstmal deaktivieren, das mache ich sowieso nicht. Und Häckselgut-Silage mache ich auch nicht. So. Das irritiert bloß, wenn alles an ist. Flüssigdinger, wie viel haben wir da zurzeit? Oh ja, das gibt wieder eine Stange Geld. Das ist prima. Und ansonsten, was ist hier? Ach, Schokolade, ja, noch kein Zucker. Mineralfutter. Da bin ich am Überlegen, ob ich das überhaupt. Hier hat sich der Kalk jetzt drin angesammelt. Der steht ja auf Verteilen. Ich glaube, ich werde kein Mineralfutter herstellen. Aber ich will mal gucken, ob ich da einen guten Preis erziele hier auf der Karte. Im Fall des Falles verkaufe ich es halt. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, die Mischration zu kaufen. Müssen wir mal schauen, wenn ich hier Mineralfutter hätte. Da muss ich aber hier gucken. Ich habe jetzt noch keins. Habe ich das jetzt übersehen oder? Ich habe hier von FatAction Mods drin. Dadurch haben wir hier so viele, viele Sachen, die aber hier überhaupt nicht zum Zuge kommen.
Unfassbar. Nee, kann ich gar nicht verkaufen. Guck an, also es war hier nicht dazwischen. Dann werde ich das auch nicht herstellen. Du hast weggeparkt, das ist gut. Ich würde sagen, in dem Fall werde ich die Produktion abreißen. Die brauche ich ja dann nicht. Aber ich werde erst den Kalk rausholen. Ja, so mache ich's. Ich brauche einen Traktor. Ich nehme gerade dich wieder. So, komm mal mit. Wir brauchen einen Anhänger. Zuckerrübenschnitzel, das lasse ich. Das kann man ja noch verwenden, aber das. Ich nehme den großen Anhänger direkt hier. Der kann mit Sicherheit Kalk, was ich von dem Kleinen nämlich nicht so sicher bin. Ist ja ein großer Traktor, der kann das ziehen. Oh. Gut, alles klar. Ich habe die Anzeigen nicht an, alles klar. Mache ich gleich noch an. So, da wollen wir mal gucken, dass wir das rauskriegen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ansonsten ist der Kalk weg. Es sieht so aus, als wenn ich das wahrscheinlich nicht rausholen kann. Anliefern kann man hier und hier vorne würden Paletten rauskommen. Ich gucke mal nach. Vielleicht kann ich das irgendwie auslagern, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Dann haben wir da aber ganz schön. Na gut, Kalk ist nicht so teuer. Zukaufen, du inaktive ausblenden. Kaufen, nö. Keine Chance. Kriege ich nicht raus, siehst du? Gras ist Gott sei Dank nicht so viel drinne. Dann ist das so. Baumenü. Eigentlich schade, hat sich hier eigentlich gut gemacht hier. Aber es ist halt, wie es ist. Da muss ich mir mal überlegen, was ich hier jetzt dann anstelle. Die Fläche. Oder soll ich es einfach stehen lassen und fertig? Brauchst du ja nicht benutzen. Wie ich das jetzt wegnehme hier, ist ein bisschen doof. Warte mal, ich muss mal kurz. Ich habe hier alles eingefahren auch. Und da drüben, das hängt ja alles zusammen. Ich habe ja auch vorne noch die Futterproduktion. Die wollte ich ja auch abreißen. Da ist auch einiges drin, aber dort kriege ich es wenigstens wieder raus. Das ist etwas, was mir jetzt nicht so wirklich gefällt hier. Hier drüben ist die Zuckerrübenschnitzelanlage. Die lasse ich auf jeden Fall. Vielleicht kann ich hier noch was anderes hinbauen. Ich reiße das Ding jetzt ab. So, gucken wir mal. Jawohl. Verkaufen. So. Und ich lasse das jetzt erstmal so. Vielleicht habe ich noch eine Idee, was ich anstellen kann. Ich denke mal, da wird mir schon noch was einfallen, wie ich mich selber kenne. Ich kann ja eben mal den Boden hier kurz. Was habe ich denn hier? Kopfsteinpflaster. Das können wir ja ein bisschen sauber machen hier im Prinzip. Das ist ja nicht das Problem.
So. Da haben wir jetzt halt hier einen kleinen Bauplatz. Mal gucken, was mit dem mal passiert. Das werden wir dann noch sehen. Irgendwas fällt mir da noch ein. Ich nehme mal die Ecke hier weg noch. Mal gucken. Oder ich nehme das ganz weg. Lassen wir das mal gleich so. So, es ist gut. So, da haben wir jetzt hier einen kleinen Bauplatz. Mal gucken, was wir mit dem einstellen. Also, das ist jetzt im Papier und Tüten. Ich werde keine Mischration herstellen. Und da werden wir gleich mal hier vorne auch Nägel mit Köpfen machen. Ich hole mal raus, was da drin ist. Ich werde vorsichtshalber hier mal die ganze Liniengeschichte ausschalten. So. Ich habe gesehen, dass da auch noch Stroh drin ist. Mineralfutter ist drin. Das war ein Klacks. Okay. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Ich schmeiße es mal ins Silo. Vielleicht wird mir ja dann aufgezeigt, ob ich es doch irgendwo verkaufen kann, wenn ich es im Silo habe. Aber ich glaube nicht. Es hätte auch so auftauchen müssen. So, das wäre es gewesen. So, was haben wir hier noch? Stroh. 0 Liter stand da. Okay. Stimmt. Heu haben wir hier noch drin. Das ist gut. Das nehmen wir mal raus. Ja. Für was verwende ich denn jetzt Heu? Wenn ich das Futter nicht herstelle, das ist ja auch noch sowas. Das kann man einfach verfüttern, so nebenbei. Würde ich mal sagen. Vielleicht kann es ja auch verkaufen. Das ist ja auch noch möglich. Ich schmeiße es erstmal ins Silo. Oder kann man hier, Moment mal, wird das hier angenommen? Jawohl. Dann rein damit. Kann ich das vielleicht tatsächlich auch verwenden dort beim Fermenter? Das wäre ja nicht schlecht. Dann ist das ja schon mal wieder in Ordnung. Ist noch welches drin? Jawohl, bitte schön raus damit. Oh, ich hätte mir sollen den Anhänger nehmen, der dieses große Volumen hat. Das ginge schneller. Na, jetzt haben wir angefangen damit. Das ist wieder kein Hubschrauber gewesen, oder? Ich habe ihn bloß nicht gesehen. Der macht einen ganz schönen Lärm. So. Rein damit. Ja, das kriegen wir jetzt mit einmal weg. Das ist gut. Dann ist es Heu raus. Na, gleich ist es geschafft. Jawohl. So, meine lieben Zuschauer, die Zeit ist auch schon wieder um, sehe ich gerade. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Ich werde das da zu Ende bringen, leer machen und dann werde ich mir überlegen, was ich mache. Also, dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Und ich freue mich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video, aber genauso sehr auch über jedes Abonnement. Ich sage dann erstmal Tschüssi für heute, macht's gut und sag bis zum nächsten Mal, eure Maritze.